Hallo, ich darf euch zum Periscope-Video begrüßen und ich würde sagen, wir machen heute eine richtig schnelle Nummer raus. Wir starten direkt. Hier ist das fertige Nachbaugerät und das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, das machen wir nochmal und zwar in langsam für alle zum Mitschreiben. Also, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute geht es um das Periscope-Gerät, Daddy das Periscope. Und das kennen ja mit Sicherheit auch viele. Und als erstes würde ich sagen, starten wir hier mal mit dem Original. Also hier das originale Gerät, dieser Periscope. Den gibt es ja auch in der 360-Grad-Variante. Aber die Standard-Variante von Paranologies, die kostet hier so ungefähr 68 Euro. Der Sensor, das ist ja alles bekannt, zumindest gehe ich mal davon aus. Also bei mir ist es bekannt, das ist so ein elektrostatischer Sensor, der erkennt halt statische Felder, elektrostatische Felder. Und je nachdem, wie stark das Ganze ist, wird dann über die LEDs angezeigt. Das sind dann hier diese Röhren, diese kunststofftransparenten Kunststoffteile, die da rausragen. Ja, also das ist jetzt hier das originale Gerät. Und wir wollen ja heute einmal schauen, wie wir das Ganze relativ günstig nachbauen können. Ich hatte das ja auch schon mal im Vorfeld so angedeutet oder geschrieben, dass man das Ganze für so ungefähr 3 Euro nachbauen kann. Ja, ich würde sagen, ich zeige euch das, dass das wirklich geht. Ja, hier als allererstes das Herzstück oder die Hauptbauteile. Da haben wir zum einen hier links das LM3915 IC. Also das ist hier so ein Mehrpin-Bauteil, wo man hier bis zu 10 LEDs anschließen kann. Und die klassische Anwendung ist hier für so ein VU-Meter, so ein Volume-Units-Meter. Also das zeigt halt zum Beispiel eine Lautstärke an und je nachdem, wie laut es ist, schlagen dann so viele LEDs aus. Also klassische Anwendung VU-Meter und rechts haben wir unseren Transistor hier, entweder den MPF102, der auch im originalen Gerät eingebaut ist. Also hier das LM3915 ist auch im originalen Periscope eingebaut. Und eine Alternative bei dem Transistor ist jetzt hier noch der 3819. Ja, er erkennt halt in diesem Fall unsere elektrostatischen Felder. Wird allerdings normalerweise für was anderes benutzt. Und jetzt hier einmal VU-Meter, damit auch jeder hier kurz weiß, was damit gemeint ist, dass wir alle auf demselben Stand sind. Ihr seht jetzt hier klassisch entweder über LEDs, so sieht man jetzt hier ganz normal Lautstärke, wie laut hier die Lautstärke halt ist, ne? So viele LEDs schlagen dann aus. Oder wir haben das hier in der Mitte mit so einer Nadel, also und ja, die Nadel schlägt dann halt aus, ne? Die bewegt sich dann halt von links nach rechts. Und dann kann man auch da jetzt sehen, wie doll das Signal ist. Und hier ist jetzt einmal ein Aufbau mit einem LM3915 für ein VU-Meter, also ein relativ simpler Aufbau. Das findet man auch so im Internet ganz normal oder hier. Ihr könnt auch mal hier bei diesem Netzmafia-Link einmal drauf gucken. Da gibt es auch noch einige Informationen dazu. Und ja, also wie gesagt, das ist hier so der einfachste Aufbau, um ein Eingangssignal auf diese ganzen LEDs hier, das sind jetzt 10 LEDs, aufzuteilen. Und der R1-Widerstand, der ist dafür da, dass wir den LED-Strom natürlich reduzieren nicht, sondern begrenzen können. Ja, so viel dazu. Also und nochmal kurz die Information, alles was ihr jetzt hier seht, das gibt es natürlich auch nochmal in besser. Unter dem Download-Link in der Beschreibung, also die ganzen Grafiken nachher, die ihr braucht, wenn ihr das nachbauen wollt. Die Spannungsversorgung sind in 9 Volt. Genau, und jetzt hier einmal der Aufbau von unserem, ich sag mal, Sensor. Da habe ich jetzt hier einmal beide Varianten aufgeführt: einmal die vom 3819 und vom MPF102. Und da ist natürlich ganz wichtig, also es sieht erstmal auf den ersten Blick gleich aus, allerdings ist die Verdrahtung etwas anders. Da müsst ihr auf jeden Fall darauf achten, wenn ihr das Ganze nachbauen wollt. Ich habe mich auf jeden Fall, weil es auch dem Original entspricht, für die MPF102-Variante entschieden. Und oben R4, also die ganzen Werte, die beziehen sich nachher auf so ein Set, was wir uns kaufen. Da ist es der Widerstand R4 und das ist so ein einstellbarer Widerstand. Damit können wir dann hier unser Eingangssignal. Nee, das ist falsch. Unsere Eingangsspannung reduzieren, um das Ganze nicht so anfällig zu machen. Also das wird dann hinterher benötigt, um das einzustellen, dass die LEDs alle auch wirklich aus sind im Grundzustand. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, machen wir direkt hier mit dem Wichtigsten weiter, mit den Teilen und den dazugehörigen Preisen. Also als erstes hier
unser IC, der LM3915. Ihr seht jetzt hier, bei Reichelt brauchen wir gar nicht gucken, viel zu teuer. Ich weiß auch nicht, warum das so ein hoher Preis da ist, aber ihr seht jetzt hier die anderen Sachen. China 2 Stück für 1,08 Euro. Und ja, in Deutschland gibt es einen für 1,29 Euro. Müsst natürlich wegen Versandkosten ein bisschen gucken. Unten die halt die China-Variante ohne Versandkosten am günstigsten. Und auch der Stand 9.2020. Also alles, was ihr jetzt hier an Preisen seht, ist aus September 2020. Und dann jetzt hier für unseren ersten Sensor, also den 3819. Ihr seht jetzt hier 1,50 Euro, 1 Euro oder 5 Stück auch wieder aus dem Reich der Mitte, wenn man, wenn das so richtig ist, für 1,40 Euro, ja wie gesagt 5 Stück, auch der 3819. Und jetzt hier Sensor Nummer 2, der 102, und den gibt es hier auch für 1,08 Euro zweimal aus China. Ja, die Teile, die man sonst noch so braucht, um jetzt diese Standardvariante, dieses einfache VU-Meter nachzubauen, das sieht man jetzt hier einmal. Wir haben hier LEDs, Farben könnt ihr natürlich wählen, wie ihr wollt. Normalerweise würde man jetzt hier grün, gelb, rot nehmen, ne? Dann ein Ausschalter, dann unser regelbarer Widerstand, der R4. Der ist nachher 50 Kiloohm. Ja, dann haben wir hier unseren 1 Kiloohm Vorwiderstand, beziehungsweise dieser Widerstand, der benötigt wird, um die LED-Spannung an den LED-Strom zu begrenzen. Ja, so ein Clip hier für unseren 9-Volt-Block, das sind die ganzen Teile. Und wie ihr seht, 2,06 Euro. Und das Schlimme daran, und das ist auch der Grund, dass wir das hinterher komplett anders machen, sind die Versandkosten. Die haben wir eigentlich in der Vergangenheit immer so ein bisschen, ja, nicht mit berücksichtigt. Aber in diesem Fall wollen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir das Ding auf jeden Fall locker für 3 Euro nachbauen können. Und deshalb habe ich das hier nochmal extra markiert. Das ist auf jeden Fall ein Ausschlusskriterium. Und deshalb jetzt hier gerade schon mal gesagt, da gibt es ein Set. Da ist alles dabei. Das ist so ein VU-Meter-Set für einen Kanal. Also ihr könntet damit auch rein theoretisch irgendwelche Audiosignale mit euch anzeigen lassen. Also den Pegel, ist wirklich alles dabei. Die ganzen LEDs, ihr müsst das natürlich nur zusammenlöten. Aber wie gesagt, hier sind 10 LEDs dabei. Zwar nur gelbe und rote. Aber da ist auch hier IC dabei und der Widerstand, alle möglichen Widerstände. Die Platine ist mit dabei, die brauchen wir nicht, aber ist halt dabei, wenn man was anderes nachbauen möchte. Anschlussmöglichkeiten, das sieht man hier oben links bei der Variante aus Deutschland für knapp 5 Euro. Also so ein Stecker ist dabei. Ja, also 1,56 Euro aus China und funktioniert hervorragend. Ihr seht, das ist auch dasselbe Produkt, nur das eine kommt aus Deutschland und das andere nicht. Genau, und ja, das Set habe ich mir natürlich besorgt, weil das die beste Variante für euch ist, um das nachzubauen. Also ich kann das nur empfehlen, ihr müsst da nicht irgendwie groß da in irgendwelchen Seiten da rumsuchen. Dieses Set bringt alles mit, was ihr wirklich benötigt. Und halt, wie gesagt, der IC ist dabei hervorragend. Das Einzige, was man hier sagen muss, ist, dass die Widerstände, also ihr müsstet dann schon den Widerstandsfarbcode euch dann ja, aus dem Internet raussuchen, weil da ist keine Beschriftung dabei, also da steht nirgendwo, welcher Widerstand wie groß ist oder wie klein und auch keine Bauanleitung. Es ist bei ihr beschriftet, man sieht das hier R1, R2 und sowas, aber wie gesagt, die Widerstände, da steht nirgendwo, wie groß die sind oder klein. Genau, also da müsstet ihr dann irgendwie gucken, aber das ist gar kein Problem, das ist ja kein Geheimnis, ne? Und hier ist einmal der Aufbau, den ihr auf der Platine findet. Den habe ich hier einmal nachgebildet. Und ihr seht jetzt hier schon, da kommen die ganzen Werte halt zum Vorschein, beziehungsweise die Bezeichnung. R4 hier, der regelbare Widerstand. Das sieht man gleich nochmal besser. Der LM3915, die ganzen LEDs. Jetzt hier habe ich natürlich noch ein paar grüne mit reingemacht. Das bezieht sich eher auf das, was ich besser gefunden hätte. Aber normalerweise sind halt die LEDs von 1 bis 8 alle gelb. Aber wir haben einiges an Teilen dabei und ich habe halt geguckt, wie man das am besten machen kann, dass es funktioniert. Und ja, es funktioniert mit den Teilen. Und um jetzt hier so restliche Sachen wie zum Beispiel den 9-Volt-Clip wegzulassen und den Schalter auch. Also ich meine, wäre natürlich toll, wenn wir ihn hätten, aber wir wollen keine Versandkosten zahlen und da gibt es ein paar Tricks. Und zwar, das wollte ich eigentlich schon mal in der Vergangenheit bringen, kam nie dazu. Jetzt kommt das auf jeden Fall hervorragend.
Man kann aus einem alten 9-Volt-Block sich so einen Clip bauen. Also so einen 9-Volt-Block-Clip, weil das ist halt, ihr müsst eigentlich nur außen diesen Metallmantel abmachen von dem 9-Volt-Block. Da kann nichts schief gehen. Das ist nicht so wie wenn ihr einen 1, also wenn ihr eine 1,5-Volt-Batterie habt. Das ist hierbei anders. Also ihr könnt einfach außen diesen Metallschirm da abmachen und dann kommt ihr oben an so ein Stück Plastik dran, wo diese Kontakte dran sind. Ja, einfach abschneiden, ein paar Kabel hinten dran löten, vielleicht noch ein bisschen mit Heißklebe fixieren. Und ja, da könnt ihr auf jeden Fall eure alten Batterien, bevor ihr die wegschmeißt, könnt ihr sowas da super rausholen. Und da habe ich auch mal zwei Links gemacht. Der obere ist auf Deutsch. Allerdings hier, Achtung, habe ich nochmal zugeschrieben. Es kann eigentlich nichts passieren, aber passt da auf jeden Fall auf, dass ihr keinen Quatsch macht. Und ja, rechts, ich hatte mir überlegt, die 78 Cent, die will ich aussparen. Und in dem Set, da sind ja hier so ein Stecker und so eine Kupplung dabei, beziehungsweise ist ja alles doppelt dabei. Und also Steckerbuchse. Und das nehmen wir einfach. Wir löten dann an die Buchse, die da auf der Platine sitzt, einfach zwei Kabel noch mit dran. Und nutzen das Ganze halt als Stecker, so wie das auch rechts da zu sehen ist. Kann man zusammenstecken. Das sieht man nachher auch nochmal in dem Video. Ja, auch wieder Geld gespart und vor allem halt die Versandkosten. Es geht jetzt nicht darum, dass man die 28 Cent spart oder so, sondern 6 Euro Versandkosten, das muss einfach nicht sein. Vor allem, wenn wir was für 3 Euro nachbauen wollen. Ja, also jetzt hier die ganzen Teile mal auf einer Seite hier. Also einmal für 1,56 Euro unser VU-Meter Do-It-Yourself-Kit und diese beiden Transistoren, der MPF 102. 2,64 Euro. Ein Gehäuse habe ich jetzt so nicht mitbestellt. Das hatte ich ja bei Facebook geschrieben, wie ich das gemacht habe. Ich habe ja da hier von Teddy aus der Wühlkiste mir für 50 Cent so eine Holzkiste geholt. Und ich meine, da sind wir jetzt hier bei 3,14 Euro. Ja. Ne? Nimmt er 5 Euro in die Hand, dann geht auf jeden Fall nicht schief. Aber ihr seht, rein theoretisch ist das Ganze für 3 Euro nachzubauen. Ja, und die Umsetzung, jetzt wird es halt interessant für alle die es wirklich nachbauen wollen. Wir haben jetzt hier einmal zwei Schaltungen, einmal links die MPF 102 Schaltung, ne, die haben wir ja gerade schon mal gesehen. Das machen wir alles mit den vorhandenen Teilen, deshalb hier R4. Und ja, unten nochmal habe ich mal aufgezeichnet, wie dieser einstellbare Widerstand bei denen jetzt aussieht, der in diesem Set mit dabei ist. Ne, so ein blauer Kasten ist das und oben hat man so eine kleine Schraube, da kann man den Wert halt einstellen, unten die Pinne, wie ihr das Ganze anschließen sollt. Das ist alles ganz einfach. Ja, und rechts zum einen, da gibt es nochmal eine Änderung, das kann ich jetzt schon mal sagen, aber rechts auf jeden Fall so, wie das Ganze dann angeschlossen wird. Wir haben unseren R1-Pin wieder. Der reduziert den Strom. Und das andere, das ist ein Spannungsteil, ein sogenannter. Da holen wir uns unsere 9 Volt und teilen die so ein bisschen auf, dass wir eine höhere Spannung haben für unsere Skala-Einteilung. Innen drin wird das auch nochmal eingeteilt. Je nachdem, wie hoch das Eingangssignal ist. Und damit kann man das halt beeinflussen. Und ja, das habe ich jetzt so gemacht. Es funktioniert. Genau. Also, und ach ja, was hier auch ganz wichtig ist, ihr könnt die Skala unterschiedlich machen. Also zum einen gibt es hier diese Dot-Skala, diesen Dot-Mode. Das ist, wenn ihr den Pin 9 auf Ground macht. Den habe ich jetzt hier mit Roten auf VCC, also auf 9 Volt gemacht. Also wenn ihr den auf Ground macht oder offen lassen, geht auch. Das heißt, nichts anschließen. Dann habt ihr nur eine LED, die die ganze Zeit an ist. Also die LED zeigt euch dann an, wie stark das Eingangssignal ist. Und wenn ihr den Bar-Mode macht, dann leuchten halt, wenn das Signal 6 LED stark ist, dann leuchten 6 LEDs auf und nicht nur die 6. LED. Das ist der Unterschied. Genau. Und dass ihr hier mal kurz den Aufbau seht, wie ich das hier gemacht habe. Also ich habe hier die ganzen Sachen schon aufgebaut. Ihr seht jetzt hier LM3915. Die Antenne ist jetzt hier, auf dem linken Bild, weiße Kabel da. Rechts MPF 102, die ganzen drei Widerstände. Genau. Und hier auch nochmal die LED-Skala, habe ich da mal schön dran gemacht. Und rechts seht ihr auch nochmal R4 einstellbar. 50 Kiloohm. Und das ist jetzt hier die bessere Funktion. Und zwar, ich musste das ändern. Ich hatte bei mir das Ganze mit so fünf transparenten Röhrchen gemacht und habe dann jeweils zwei LEDs da mal reingemacht und dadurch habe ich dann überhaupt keine schöne Einteilung hinbekommen und deshalb habe ich dann hinterher die Hälfte der LEDs deaktiviert und habe dann nur fünf LEDs genommen, also vier gelbe, eine rote. Die rote habe ich so ein bisschen noch abgegrenzt hier von der, also da bin ich nicht auf Pin 11 gegangen.
sondern auf dem Pin 10 jetzt hier in diesem Fall bei dem LM3915, sodass da so ein bisschen Abstand ist. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber so ein Abstand ist auf jeden Fall ganz gut, anstatt die direkt nebeneinander zu machen. Also hier 18, 17, 16, 15, 14, das ist nicht gut. Also geht auch, aber ein bisschen mehr Abstand wäre besser. Ja, hier der VCC Bar-Mode habe ich gemacht, also hier auf Bar-Mode gestellt. Als Alternative jetzt hier nochmal die Reichelteile für 1,72 €. Aber dann auch wieder plus die ja, fast 6 € Versand. Das ist natürlich Käse. Was ihr noch machen könnt, ist, weil ihr weniger LEDs habt, ihr könntet den R1 mit dem R6 aus dem Set austauschen. Das sind dann nur 510 Ohm anstatt 1 Kilo-Ohm. Das würde auch funktionieren, weil wir weniger LEDs haben und dann passt das auch mit dem Strom. Das könnt ihr auch machen. Genau, ich habe jetzt den 1 Kilo-Ohm drin gelassen, auch hinter bei dem fertigen Gerät. Funktioniert hervorragend. Und als nächstes gucken wir uns das Ganze mal an. Ihr kennt das Bild ja schon, beziehungsweise ihr habt das schon mal gesehen, wie ich das nachgebaut habe. Da habe ich schon ein Bild mal hochgeladen. Die einzige Änderung ist jetzt hier, dass ich also ich habe in der Mitte ja so eine selbstleuchtende Farbe gemacht, so eine fluoreszierende Farbe. Und ja, das war mir alles viel zu hell und ich habe dann einfach nur so einen Rand da ringsherum gelassen. Ja, fand ich ganz gut. Aber fangen wir mit den Pfeilen an. Hier links der Pfeil, dieser orangefarbene, der zeigt auf die Antenne. Also diese ganze spulenartige Konstruktion, das ist die Antenne. Man kann die auch kleiner machen, dann ist es nicht so empfindlich. Ja, im mittleren Bild der blaue Pfeil, das sind hier diese fünf milchigen ja, Röhrchen oder. Also es sind halt solche Klebesticks, ne, von der Heißklebepistole. Diese 11 mm, ja, 11 mm sind das. Die habe ich da einfach reingemacht und ich dachte erst, weil die milchig sind, das wird nicht so geil, aber es ist richtig gut geworden dadurch. Ja, und eigentlich hätte ich lieber 10 genommen, aber das Gehäuse war so klein, das sind ja irgendwie 10 mal 10 cm nur. Und das wird merkwürdig aussehen. Ja, das ist auf jeden Fall das ganze Gerät schon mal so. Ihr seht jetzt hier zum Aufklappen, zum Zumachen, also perfekt. Und ja, das muss ich nochmal zusagen, als ich das Ganze lackiert habe, das hat mich doch schon so ein bisschen an Ovilus erinnert und da musste ich ein bisschen schmunzeln. Machen wir mal weiter. Jetzt hier das Innenleben. Links einmal, da habe ich für die Batterie aus so ein bisschen Holz und so ein U geformt, wo die halt drin liegt. An der Vorderseite habe ich so ein kleines Hölzchen noch hingemacht, dass die vorne nicht rausrutscht. Und an der Oberseite vom Gehäuse sieht man her nochmal, habe ich so ein Gegenstück gemacht, was dann von oben theoretisch auf die Batterie draufdrückt. Das ist aber hauptsächlich eigentlich dafür, dass die Antenne ordentlich festgemacht werden kann. Genau. Ja, unten in der Mitte bei dem linken Bild sieht man nochmal hier diese Steckerbuchse zum An- und Ausmachen. Und oben rechts die Widerstände von unserem LM-IC und rechts der selbstgemachte 9-Volt-Clip. Genau. Und hier auch nochmal unser Sensor. Der Transistor mit dem ja, einstellbaren Widerstand und das gelbe Kabel, was da unten rausgeht. Das geht Richtung gelben Pfeil, denn dahinter ist unsere Antenne. Also das Ende kommt da raus und da ist es festgelötet. Ja, jetzt hier nochmal die LEDs zum Beispiel bei dem linken Bild. Man sieht, da sind zwei Stück nebeneinander. Da gehen zwei von den Kabeln hin. Hinterher habe ich da was abgeschnitten noch. Aber wie gesagt, da sind zwei Stück immer nebeneinander verbaut. Und dann im rechten Bild sieht man auch nochmal hier unseren LM3915 und die Widerstände R1, 3 und 5. Jo. Kann man noch was sehen? Ja, hier auf dem linken Bild sieht man das Gegenstück, was halt von oben, also so eine Querverstrebung aus Holz, sage ich jetzt einfach mal so. Die drückt halt, wenn man das Gehäuse schließt, von oben auf die Batterie, sodass die wirklich super drin sitzt. Das war alles ein Zufall, dass das so gepasst hat. Aber ja, manchmal hat man echt Glück. Und auf der linken Seite hier noch sieht man, da guckt auch nochmal so ein Stückchen von der Antenne raus. Genau, das war ja so ein 2 mm dicker Draht. Ja, rechts auch nochmal Batterie und die Verbindung. Und zu guter Letzt nochmal hier so seitlich aufgeklappt, da sieht man alles auch nochmal. Antenne, diese Röhrchen, ja, ist alles da. Und weil wir natürlich auch ein bisschen was in Action sehen wollen, schauen wir uns jetzt hier einmal den Test an. Da gibt es ein Video dazu. Das geht ein paar Minuten, aber es lohnt sich. Ich würde sagen, Licht aus, Spot an. Also hier
dieser Verschluss vorne, ne, das war alles so dabei, das ganze Gehäuse war einfach nur so aus Holz, ne, das habe ich dann hinterher, wie gesagt, schwarz anlackiert und habe mich echt gefreut, dass es das so ein bisschen wie ein Ovilus aussieht. Das war echt lustig. In der Mitte war halt diese Kunststoffscheibe, die kaputt war. Ja, und ja, das hatte ich auch geschrieben. Ich habe dann noch, weil ich das irgendwie auch bei dem Magnetmikrofon schon gemacht habe, so ein bisschen mit Schmirgelpapier das Ganze ja, in so einen Used-Look verwandelt. Also so ein bisschen hier auf trashig gemacht. Und ja, es sieht irgendwie so deutlich besser aus und das mit dem leuchtenden Rahmen ringsherum ist auch besser, als ich das komplett weiß, als ich das da weiß gemacht habe. Das war irgendwie, ja, fand ich nicht so geil. Genau, und jetzt hier das Innenleben, hier oben wieder der Widerstand und der Transistor. Das sieht man ganz gut. Ich habe natürlich hier das auf so eine Platine gemacht. Man kann das auch so ein bisschen einfach so wild zusammenlöten, aber ich hatte so ein bisschen Mini-Platine da rumliegen. Streifenraster habe ich da genommen, genau. Ging hervorragend. Unten natürlich bei dem LM3915 habe ich das auch so gemacht. Also mit so einer Platine, das bot sich irgendwie an, weil da ist ja so ein Sockel dabei, wo man den draufstecken kann bei diesem Set. Deshalb, also das ist da deutlich einfacher und man kann das halt auch viel einfacher irgendwo unterbringen. Das passt, ich habe die Platine da so gemacht, dass es genau in diese Ecke da reingepasst hat. Joa. Was kann man denn noch so Schönes sehen? Hier, genau, das ist hier dieses Gegenstück, das drückt dann da von oben, das passte genau von oben auf diesen 9-Volt-Block beziehungsweise auf die Umrandung, dass der nicht rausspringen kann. Hier, das ist hier die Antenne, die sitzt da richtig gut drin. Was haben wir da noch? Der hier in diesem Klebeband, da geht das gelbe Kabel drauf von oben. Das habe ich so ein bisschen abgeklebt, nicht, dass der irgendwas mal gegendrückt oder so. Deshalb, also da guckt halt so ein dickes Stück Draht raus, wo es halt festgelötet ist. Ja, hier zusammengesteckt, ne, das Ganze. Und genau, das wollte ich euch auch noch zeigen. Der 9-Volt-Clip, den ich mir selber gemacht habe. Ihr seht jetzt hier, das ist der auch. Also das ist wirklich so ein dieses Stück, was man oben von so einem 9-Volt-Block da rausbekommt. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen Kohle sparen. Oder es ist nicht teuer, ne, wenn man sich sowas kauft. Aber warum? Warum soll man es kaufen, ne? Jetzt schmeißt so viele Dinge davon weg. Ja, Klappe zu, Affe tot. Hier das Ganze von oben. Und ich würde sagen, dass wir uns jetzt mal so ein bisschen das angucken, wie das Ganze funktioniert. Ganz einfach geht das hier, wenn ihr so einen Stifter nehmt. Ihr rubbelt den so ein bisschen am Kopf. Das habe ich dann immer gemacht. Und dadurch entsteht halt so eine Ladungstrennung. Da werden halt so ein paar Elektronen weggerissen, also mitgerissen. Und ja, dadurch gibt es dann so eine Trennung und das zeigt er an. Da gibt es halt auch unterschiedliche Transistoren. Also manche zeigen, dass wenn man zu viel positive hat oder jetzt zu viel negative Atome. Ja, also wie gesagt, so ist es halt. Am einfachsten einfach an die Rübe halten bei dem Stift. Und dann funktioniert das. Ja, und man sieht das zwischendurch, dass es wirklich so skalamäßig funktioniert, je nachdem wie stark das ist. Das war aber doch relativ schwer, das so mal richtig zu zeigen. Aber als ich das dann mit 10 LEDs gemacht habe, das war überhaupt nicht möglich. Und das fand ich halt für mich nicht schön. Und ich wollte euch da nicht irgendwie so ein Ding zeigen, was da einfach nur Käse irgendwie das Ganze darstellt. Das soll auch so ein bisschen irgendwie ordentlich aussehen, dass da so eine Skala gibt. Ja, und nochmal der gute Stift. Ich nehme jetzt gleich auch nochmal so einen Klebestick. Da schlägt das Ganze doch schon viel früher aus und viel stärker. Das ist schon interessant, wie unterschiedlich das manchmal auch sein kann. Und wir gucken uns natürlich auch nochmal gleich an, wie das Ganze im Dunkeln so aussieht. Seht jetzt hier, das reagiert da schon deutlich früher. Also das ist schon ganz schön empfindlich, das Gerät. Und ich habe das einfach nur so aus der Verpackung rausgenommen. Ich habe da nicht irgendwie an der Rübe rumgedoktort, sodass sich das dann noch extra aufgeladen hat oder so. Genau, aber ihr seht, es funktioniert recht gut. So, und jetzt hier im Dunkeln und ihr seht, ich habe jetzt hier so einen tollen Rand.
Und sonst war natürlich die ganze Fläche weiß, beziehungsweise jetzt wäre dann so grün gewesen. Das war mir echt zu viel. So ist das irgendwie viel geiler, dass man das einfach nur so ein bisschen so sieht. Und ich meine, da guckt ja wahrscheinlich im Dunkeln sowieso keiner wirklich drauf. Das war eigentlich nur so für mich, weil irgendwas wollte ich da noch machen. Und ich hatte diese Farbe noch von einem anderen Projekt. Ja, und ihr seht jetzt hier, also jetzt sieht man es wirklich ein bisschen besser, dass es da so eine Skala wirklich gibt, so eine Einteilung und nicht, dass immer nur alle an sind. Genau, so sieht's aus. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber irgendwie sieht das Gerät ganz, ganz lustig aus. Innen drin, hier sieht man auch eigentlich noch, dass da die LEDs so abgeschnitten worden sind. Da gehen so ein paar, fünf von diesen weißen Adern, die Kabeln, die gehen da oben weg. Die habe ich da einfach nochmal festgetüttelt. Das sind die, die ich abgeschnitten habe zu den LEDs. Also die LEDs sind noch drin, aber die sind halt abgeschnitten, die Verbindungskabel. Verbindung wurde getrennt. Ja, so sieht das Ganze aus. Hier nur ein bisschen hier zur Seite machen, dass es gut zugeht, aber es ging immer gut zu. Und ja, was soll ich dazu noch sagen? Das ist das geile Gerät. 3 Euro, Leute. 3 Euro, ich kann es euch nur sagen. Ja, und da sind wir mit durch mit diesem Video. Der Periscope für 3 Euro. Lasst es 4 sein. Nehmt, wie gesagt, 5 Euro in die Hand. Dann könnt ihr das 100%ig nachbauen. Und ihr seht, das ist relativ einfach, auch von den Teilen her. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wäre natürlich ganz gut, wenn ihr das auch mal selber bauen würdet, anstatt da irgendwie 68 Euro für so ein Teil auszugeben. Ihr habt ja gesehen, da ist wirklich nicht viel drin. Und das mit dem Transistor, das ist wirklich das Original. Mit dem IC, der halt diese LED-Einteilung macht, das ist auch original. Das ist wirklich 100% so original da drin. Deshalb, es gibt absolut überhaupt keinen Grund, da so viel Geld für auszugeben. Also, ich würde sagen, Leute, jetzt nachbauen. Okay, das war's. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mal was dazu, schreibt nichts dazu. Ich weiß es nicht. Hauptsache, es hat euch gefallen und der ein oder andere baut es mal nach. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Horido und ja, Schnitt würde ich sagen. Schnitt. Sind wir raus?